Guten Morgen. Wenn ihr Radio oder so hören wollt, ihr könnt da einfach. Okay. Alles gut. Fangen wir nochmal an. Guten Morgen. Wir sind auf dem Weg zum Rockhaus-Potluck und ich weiß nicht genau, ob ich heute zum Rockhaus-Potluck tatsächlich ein Video mache. Wenn ihr das jetzt seht, dann habe ich ein Potluck gemacht, ein Video gemacht und wenn nicht, dann eben nicht, weil mir geht es heute nicht ganz so gut, weil ich immer noch ein bisschen dran zu kämpfen an meinem Fuß, wo ich mir da reingehackt habe und werde heute auch beim Potluck natürlich nicht groß rumlaufen, sondern werde mich einfach nur hinlegen. Vielleicht gibt es ein paar Impressionen, vielleicht ein paar Gespräche, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich fange jetzt einfach mal an und mal sehen, ob sich was ergibt. Also dann, auf zum Potluck. Am 15. Juli hier in Leipzig. Da hatten wir hier Süßkartoffeln, Sprossen, dann Tomaten, genau, Paprika, Gurke, auch relativ reife Bananen, dann Wassermelonen, dann hier diese, wie heißt die nochmal? Entweder Piel del Sapo oder Zuckermelone. Genau, ich sag mal Zuckermelone, genau. Oder Futuro auch. Oder Futuro, genau. Dann haben wir hier noch mehr davon, Wassermelonen, auch hier so eine ganz große, Ananas, Mirabellen, noch mehr Melonen, Tomaten und hier ganz viele Melonen und Mangos, das ist ja die Melonenecke. Dann haben wir hier noch Sprossen und Wassermelonen, Datteln, hier irgendwas Getrocknetes, das ist Knusperpaprika und Knuspertomaten, Cashewnüsse, dann ein bisschen Gemüse, Blumenkohl, Auberginen, Radieschen, ein paar Gurkensticks, Tomate, Möhre, Paprika, und auch noch ein bisschen Auberginen, Tomaten, Buchweizen, eingeweichter, so sieht es aus, Gurkenscheiben, Bananen, Trauben, hat man alles hier. Ne? Dann haben wir hier noch Frühlingszwiebeln, Brokkoli und Gurken, ein bisschen Kräutern weiter, das ist Thymian, das ist eine Art Basilikum, Gurken, Zucchini-Scheiben, Kohlrabi, verschiedene Sprossen, Nüsse, genau, Paranüsse, das sind Linsen, Mungbohnen, Alfalfa, hier sind ganz viele Beeren und Flachpfirsiche und hier sind noch Weinbeere. Dann haben wir hier Erbsensprossen, nochmal Sprossen, Mungbohnen, dann Brombeeren, Johannisbeeren, Tomaten, Äpfel, Möhren, Kaki, reife Aprikosen, Tomaten, Gurken, hier ist irgendwie so ein grüner Saft oder Smoothie. Sieht aus wie ein grünes Smoothie. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was da drin ist. Weinbeeren, Möhren, Äpfel, ganz viel Erdbeeren, Basilikum, Chicorée. Hier ist irgendwas Getrocknetes, wie Erdbeeren, Champignons. Scheint Sonnenblumenkohl zu sein, würde ich jetzt mal sagen. Und nochmal ein paar reife Bananen, Salat, Rucola, genau, Datteln und Nektarinen. Was ist das für eine Frucht? Das ist die Salax. Schlangenfrucht, genau. Und Nongkong. Genau. Mhm. Habe ich auch schon mal da auch bestellt. Ja, ohne Schale. So, ich sitze jetzt hier mit Silke und es dauert noch ein bisschen. Das soll das kürzeste Resümee, das kürzeste Rohkost-Potluck-Video sein, was ich jemals gemacht habe. Und Silke versaut es mir jetzt ein bisschen, aber Silke kommt jetzt. Also, Silke! Ja. Wie? So. Also, das ist halt mein kürzestes Rohkost-Potluck-Video ever. Deswegen versuche ich es mal ganz kurz zu halten. Ist dir warm? Ich habe jetzt einfach alles nur angezogen, weil so langsam doch. Ich mein, kalt? Kalt. Ja. Ist dir warm? Ich wollte sagen, mir ist warm, ist dir kalt? Mir ist kalt, ist dir warm? Mir ist warm. Mir ist kalt. Passt das jetzt? Okay. Also, das Potluck heute war es zum zweiten Mal hintereinander ein puristisches Rohkost-Potluck. Ja.
Und ich wurde halt vermehrt gefragt, wann gibt es denn hier ein richtiges Potluck? Ja, ja, unter anderem Peggy natürlich, die mit ihrer Rohkost-Torten immer da gerne, ja. Wobei, ich habe das Gefühl, es wird nicht so viel gegessen, wenn du so Puristler mit, was natürlich gesünder ist, weil halt nicht so reinstopft. Ja. Der Genuss, die meisten sind halt verwöhnt, ne? Von der Kochkost und halt eben auch von der Gomero-Kost. Und ich finde es eigentlich immer ganz gut, mal so einzustreuen. Also ich würde das jetzt nicht bei einer einmaligen oder zweimaligen Sache belassen, ich würde das schon ganz gerne hin und wieder mal. Wir können auch immer zwei Potlucks, zwei Buffets machen. Eins so mit zubereitete Seite. Ja. Und, weil ich würde jetzt tendenziell eher wieder nur die einfache Wurst essen, weil ich das jetzt in meinem Alltag auch jetzt so integriert habe, dass ich mir kaum noch was zubereite. Film mal diesen Handstandmann. Guck mal hier. Solche sexy Leute haben wir hier. Yeah. So. Und jetzt ich. Jetzt filme ich noch. Okay. Da hört aber ganz schön auf die Kacke. Und am Anfang nur für die gegessen. Ich habe komplett gar keinen Obst gegessen. Ich habe nur 2 Monate. Ich habe nicht mal einen Apfel oder so. Also, wo sind wir jetzt? Gina muss erstmal wieder. Gina muss mal wieder. Bist du noch mal aufnehmen? Ja. Also, könntest du von dem jungen Burschen jetzt lassen? So, ja. Jetzt bin ich wieder. So. Jetzt ist Christian wieder hier. Ja. Ja, also das ist eine gute Idee, dass halt jeder das mitbringt, worauf er Bock hat. Entweder frische, reife Früchte, für viele ist es auch angenehm, einfach das einfacher. Und ja, und wer, sag mal, Gomero-Kost, der bringt halt Gomero-Kost. Genau. Und das ist eigentlich ein guter Vorschlag. Es wird auch interessant sein, wie sich das entwickelt dann. Ja. Ob das dann halt, ob dann alle nur noch einfache Sachen mitbringen oder halt eben Gomero-Kost. Ja. Klar ist natürlich, dass die Gomero-Kost dann schnell weg sein wird, aber ist ja nicht schlimm. Ja. Ist gut. Gut, dann werden wir beim nächsten Mal so machen. Wann das ist uns noch nicht ganz klar, auf jeden Fall im August. Wir würden das dann halt eben wieder bei Facebook veröffentlichen, denke ich mal. Den 5. oder 19. Den 5. oder den 19., weil vom 10. bis 14. das Ancient Trends in Taucher ist. Und das ist ein super Festival, wo jetzt sehr viele von Leipzig auch hingehen und auch außerhalb von Leipzig. Wer das nicht kennt, verlinke ich euch nochmal unten. Ja, und entsprechend am 5. oder am 19. August. Genau. Genau. Ansonsten, heute, jetzt kommt die Sonne, jetzt langsam wieder. Aber dass heute das mitten im Sommer ist, habe ich heute nicht erkannt. Also zumindest in den ersten Stunden. Ja. Es war recht frisch noch, aber die Sonne, blauer Himmel, die Sonne, jetzt, ja. Das sind die positiven Energien, die habt ihr dann auch noch so schön besucht. Ja, das habe ich leider nicht auf Video, aber das könnt ihr bei Silke auf dem Kanal schauen. Bestimmt, oder? Hast du ja, ein bisschen abgenommen? Die Peggy, oder? Die ich Peggy. War ja auch dabei, ich saß ja nicht. Ah, okay. Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, also gesungen haben wir auch und ansonsten will ich jetzt auch gar nicht so viel reden. Das kürzeste Rohkost-Potluck-Video ever. Ich hoffe, ihr könntet ein paar Eindrücke für euch rausnehmen und vielleicht seid ihr beim nächsten Mal auch dabei. Die Rohkost-Potluck-Familie wird immer größer. Es ist nicht so, dass jeder immer kommt und dass die Events an sich so immer viel größer werden. Es ist immer noch, sagen wir so, beschaulich mit 40, 50 Leuten, aber es ist immer schön durchgemixt und immer von Deutschland weit und es ist halt so schön, immer neue Gesichter zu sehen und vor allem die Menschen, die initiieren bei sich ja auch immer die Rohkost-Potlucks. Das heißt, es poppt überall auf. Hannover weiß ich, Dresden weiß ich, Chemnitz, Würzburg, Euskirchen. Es poppt überall auf die Rohkost-Potlucks. Und an euch gerichtet, wenn ihr irgendwann in eurer Stadt einen Rohkost-Potluck plant, schreibt mich an, ich werbe dafür auf Facebook für euch. Egal wo ihr das macht, wenn ihr ein veganes Rohkost-Potluck macht, schreibt mich an bei Facebook. Ich habe über 2000 Follower, 2500 Follower. Schreibt mich einfach an, ich poste das und mache da ein bisschen Werbung, dass das macht. Genau, also das Gleiche gilt auch für mich. Ich habe das auch schon oftmals angeboten. Wenn jemand einen Potluck macht, ich teile das auch auf meiner Rohkost-Seite. Gut, und dann habt ihr wahnsinnig viele, wie viele Follower hast du bei Facebook? Also jetzt die Likes, sagt ja diese Follower, die da folgen. Meiner Seite, ich glaube 17.000. 17.000, also das sind ja meine 2.500 in Klacks dagegen. Heißt 20.000 Leute könnt ihr potenziell erreichen, wenn ihr einen Rohkost-Potluck macht und dann schreibt uns ab. Genau. Wir werden den Abend noch schön ausklingen lassen. Ja. Und ja, wir sehen uns vielleicht dann am nächsten Potluck im August. Gut. Tschüssi. Ciao. So, und jetzt nach dem Rohkost-Potluck, nachdem wir schon mal Rohkost gegessen haben, die ganzen Leute essen jetzt nicht Rohkost. Nicht Rohkost. Stimmt, das ganze Thema. Rohkost-Potluck, nachdem wir beim Dings waren, gibt es jetzt Hund. Oder? Nein, es gibt jetzt Eis. Weil veganes Eis nicht reicht, essen die Verfressensten unter uns hier noch eine Pizza, eine vegane. So,
Und diejenigen, die für 5,90 Euro eine Pizza bestellt haben, haben ja eine nicht vegane Pizza bestellt. Aber das war den Rohköstlingen auch scheißegal. Die wird mit Schinken, mit Käse gefressen. Das ist halt, ja. Bezahlen ist bezahlen, ne? Stimmt, Sandra?